Vor den Toren der Bundeshauptstadt in Werder an der Havel hat das bekannte und alljährlich wiederkehrende Dressurfestival begonnen. Das Gestüt Bonhomme lädt auch in diesem Jahr wieder ein. Wir richten hier ein nationales Dressurturnier aus mit hochkarätigen Prüfungen im Dressursport. Über 4 Tage können sich Reiterinnen und Reiter in vielen verschiedenen Dressurprüfungen beweisen. So wie es auch Esther Marun, die einzige Finalistin des Nürnberger Burgpokals, vormachte. Zur ersten Dressurprüfung in der Klasse L konnte sie sich gegen 25 weitere Starter mit ihrem Pferd Franco Nero durchsetzen. Es ist uns gelungen, über die Jahre ein Turnier zu etablieren, was hochkarätige Persönlichkeiten des Reitsports hier nach Berlin bringt. Am kommenden Wochenende dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf große Highlights freuen. Auf dem Programm stehen einige Qualifikationen für namhafte Finals. Es geht um das Finale des Nürnberger Burgpokals, um den Louis-D'Or-Preis und den Derby Dressage Cup 2019. Eines der größten Highlights auf dem Gestüt Bonhomme, der Ritt um das goldene Pferd. Zu guter Letzt ist am Samstagabend die Kühe, die immer hier im Freien vor der wunderbaren Kulisse stattfindet und jedes Jahr jede Menge schaulustige Reitsportfreunde anlockt und die dies werden wollen. Hier werden an der ersten Wertung 42 Starter dabei sein. Um sich für die zweite Wertung, bei der dann nur noch 12 Starter dabei sein dürfen, zu qualifizieren. Auch wieder mittendrin der Zweifachsieger Markus Hermes. Markus Hermes gelingt es immer wieder, gute potenzielle Nachwuchspferde hier vorzustellen. Er kommt seit Jahren zu uns und dieses Jahr muss er gegen ein sehr starkes Starterfeld anreiten, aber er ist immer für eine Überraschung gut. Seid dabei, wenn vor den Toren der Bundeshauptstadt im wunderschönen Werder an der Havel auf dem Gestüt Bonhomme das goldene Pferd vergeben wird. Wir werden es auf jeden Fall sein.